herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist tatsächlich geschafft. 3 Jahre Arbeit. Heute ist der große Freude Tag. Meiner Frau hat es ein Ende. Aber ist schon. Vorerst. Ist schon, wo wir das Ding gerade abgeladen haben, sieht schon saftig aus. Ja, ist schon, sagen. Schon ist toll. Einfach so. Witzig auch, wie die Leute mittlerweile so gucken. Man sieht genauso, wer es verfolgt. So, ist schon schön. Ja. Wir sind angekommen, TTT halbe Meile Rollout heute. Wir haben große Hoffnung. Man muss dazu sagen, wir können das Auto erst hier das erste Mal testen. Gefühlt bisher 20 Meter gefahren, mehr nicht. Ja. Plus Prüfstand, aber ist halt auch ein reines Rennauto, will man auch fahren. Am Ende muss es funktionieren und benutzt werden, klar. Dafür ist, auch wenn der Aufbau an sich ein bisschen ausgeartet ist, ist der Nutzfaktor ja, oder der Nutzwunsch der gleiche geblieben. Deswegen muss es am Ende auch fahren. Wie ging es so die letzten Tage? Also unabhängig jetzt von dem Schrauber? Nee, es war jetzt schon anstrengend. Ne? Also ich habe es jetzt da wirklich, also es ist gut jetzt, es reicht erstmal. Ich brauche erstmal eine Pause auf jeden Fall. Nee, der Erfolg. Also ja, Erfolg und erstmal wieder 2 Wochen Baustelle, ein paar Wände rauskloppen und dann... Nee, aber... Und dann geht's weiter. War schon strapazierend. Auf einer Skala von 0 bis 100%, wie fertig ist das Auto? Das, was jetzt noch nicht gemacht ist, ist jammern auf hohem Niveau. Also ich als Karosseriebauer sehe an dem Unterboden noch Sachen, die ich gerne noch verfeinern würde, abschließen würde, abschotten würde. Aber ich mache immer so Excel-Listen vor den Events und die habe ich tatsächlich alle abgearbeitet. Also wenn jetzt was nicht funktioniert oder so, dann habe ich es nicht kalkuliert gehabt. Also sonst wäre ich damit auch nicht losgefahren. Ne? Ich habe 2 Kinder, also ich im Kopf habe alles fest und würde sagen, es funktioniert. Was? Wenn es kaputt geht, ist was anderes. Was denkst du, wünschst du dir, was heute passiert? Erstmal, ich bin da ein bisschen realistischer als du. Du denkst ja immer, du baust auf dem letzten Event auf, nenn das mal so. Das heißt Optimismus. Nee, das nennt sich Motivation. Genau, da bist du als Arbeitgeber halt König drin. Ich bin Arbeitnehmer, nein. Wenn das erstmal alles funktioniert, bremst, schaltet, kuppelt, bin ich happy. Natürlich habe ich Träume und Pläne mit dem Auto, die werden wir hier heute aber nicht realisieren. Aber ich habe immer gesagt, 320 würde ich gerne mal fahren. 330 ist in deinem Kopf, das ist, denke ich, schon, dafür muss alles passen und fehlt vielleicht oben raus immer noch ein bisschen Saft. Aber ich denke erstmal gewichtsmäßig, wir haben Radlasten gemacht und so weiter. Also wir sind gut aufgestellt, dass es funktionieren könnte, sagen wir es mal so. Für die Zuschauer, die vielleicht das letzte Video nicht gesehen haben, wir machen jetzt trotzdem hier nochmal einen Link rein. Ich empfehle euch auch, das Video jetzt abzubrechen und erstmal das andere Video zu gucken von damals. Alter Stand waren 301 km/h. Mhm. Damals ungefähr 900, was waren das? Ja, wir sind 40, 50 Kilo, ja. So nennen. Achso, Kilo. Kilo, ja. Genau. Ja. Kilo, genau. Und Leistung damals ungefähr, ich sag jetzt mal vorsichtig, 800, 850 PS, so in dem Dreh. Plus synchronisiertes Getriebe, das heißt Schalten noch mit Kupplung und so weiter. Und das Ganze mit mir, der schaltet wie Tante Erna. Nee, aber schalt, du hast ja mal ausgerechnet, wie viel, da war ja, 100 Meter Schalt. 180 Meter, ja. Ja, 180 Meter Schaltweg quasi. Ja, Schaltvorgang, also. Genau. Das heißt, jetzt gehen wir ins Rennen, theoretisch 1063 PS. Ob wir die heute abrufen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Das allererste wird auf jeden Fall sein, gucken, dass das Auto bremst, weil Magebalken, alles gebastelt, gucken, dass es bremst. Dann müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal einmal zusammen losfahren und einmal Geschwindigkeit konfigurieren. Das heißt, wir müssen einmal GPS 50 fahren und auf den Knopf drücken, dass das Steuergerät weiß, hier ist 50. Und wir wollten noch einmal, weil das sehe ich als größte Schwachstelle heute, den Shifter testen mit dem Schaltvorgang, wie der sich so schalten lässt. Und dann steigern wir uns von Lauf zu Lauf. Wir werden im ersten Lauf schon direkt ein bisschen zeigen, dass wir da sind. Genau, richtig, nach 3 Jahren nicht fahren, auf jeden Fall erstmal. Bisschen zeigen, dass wir da sind, nichts riskieren, aber es soll ja auch fahren, wie du sagst. Ne? Ja, genau. Deswegen, alles klar, ich würde sagen, los geht's. Jetzt wird es ernst, ich drücke dir die Daumen. Wir sind gerade einmal gefahren, bremst, schaltet und alles. Erster Lauf, mal gucken, was kommt. Von meiner Seite aus kannst du draufhalten, Software sollte safe sein. Mach das, was dem Auto so passt. Ne? Das geht oder das passt. Das passt alles. Also, Kamera läuft, du kannst los. Viel Glück, Digga. Mario ist ein 3er Golf Team alles mit 1063 PS. So, ich will nicht wissen, was bei Mario ist jetzt gerade los ist. Ja, sind wir einfach mal gespannt, was hier rauskommt. Weil es geht am Ende dann doch immer recht schnell und das ist jetzt schon ein saftiger Lauf. Also wenn er sich traut aufzuhalten, wird das auf jeden Fall gut. Ja.
nächster Durchgang wird besser. Aber er fährt noch. Mal gucken, was da war. Dann einfach kein Gas mehr angenommen. Also als wenn irgendeine Drehzahllimitierung drin war. Gar kein Gas mehr angenommen? Wenn die Drosselklappe zufährt. Oder Ignition Cut sogar so richtig. Okay. Dafür das, was ja gerade eben noch vor einer Sekunde noch gemacht hat. Ne? Fehler gefunden. Marius Albtraum, er hat extra gesagt, er will das nicht vorher, aber natürlich, Achtung, da kommt er. Haben wir einen Porsche nicht drin? Natürlich, allererster Lauf haben wir Coolant Pressure. Also Wasserdruck, natürlich die Regelung angelassen, damit der das Ding nicht hinten beim ersten Lauf gleich kaputt fährt. Und es war tatsächlich so, dass sich in dieser Formel, weil wir haben eine Formel geschrieben, dass er sowohl den Coolant Pressure bei zu wenig als auch bei zu viel rausnimmt, war leider ein kleiner Fehler drin. Und deswegen hat er ab 3000 Umdrehungen einfach einen Begrenzer gemacht und Gas weggenommen. Aber jetzt ist alles weg. Jetzt läuft das. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Ah, diese weiße auslackierte Wanne, ne? Einfach geil. Viel Glück, das knallt. Trailer gleich eine 303 hingelegt, das heißt, wir haben seinen alten Rekord direkt gebrochen. Also das hat jetzt genauso funktioniert wie geplant. 303 auf the Trailer, sollten so 2,2 bar sein, also ich sag mal so 900 PS. Bin mal gespannt, was er sagt. Ich hab gar keine Ahnung. Das war off the Trailer schon mal ein neuer Rekord mit 303. Oh, immerhin, schön, geil. Jawohl, schön. Lief? Ja, diese Aussetzer waren mein Fehler, weil ich nicht losgelassen habe. Haben wir gar nicht gehört. Also wir haben nichts gehört. Ich kann nicht glauben, dass ich die 4 so lange drin lassen musste. Gefühlt ging die, also, oder fehlt oben raus einfach Saft. Wieso, wegen Begrenzer? Ja, die 4 war übel lange drin. Kann ja sein, dass das halt nicht passt. Oder er dreht, wie auch immer. Das müssen wir jetzt gucken. Arbeiten wir uns jetzt ein Stück für Stück hoch. Aber sonst, Shifter ging, alle Gänge gingen rein. Alles mega, bremsgut. Welche, wie haben die Gänge gedreht, bevor wir es vergessen? Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte? Ja, ich würde sagen, die ersten 3 haben auf jeden Fall safe durchgedreht. 4 so, Also 1, 2 können wir eh nicht weiter runtertakten, ist schon so. Scheiße, wir sehen jetzt ja nicht, dass er gedreht hat, ne? Doch, sehe ich schon, aber es ist immer besser von Erinnerung. Also dritter hat auf jeden Fall gedreht. Das würde ich sagen, ja. Und zu viel oder zu wenig? Nee, so, dass es sich gesund angefühlt hat. Und vierter aber zu wenig gedreht. Na, ich würde sagen, oben raus hat... Und fünfter auch. Fünfter nicht. Also es ist schwer zu hören, weil es so... Okay, nee, er hat es nicht gedreht. Ja, ist ja gut, wir haben ja noch ein bisschen Luft nach oben. Aber sonst wäre es stabil. Schmeiß ich jetzt nicht. Nee, fährt richtig gut. Fährt richtig gut. Bremst geradeaus? Ja, ich habe dann mal, ich habe erstmal rollen lassen bis 200, dann habe ich aber mal reingelatscht. Alles cool. Und Lenkrad? Gerade? Ja, so müh. Aber fahren tut er geradeaus. Das ist die 12 Uhr Markierung. Die Richtschaltachsvermessung wieder. Maron anrufen, er hat die ein bisschen schief genäht. Geil, ja. Wir konnten akustisch leider wirklich gar nichts hören. Aber wir haben dann nur gesehen 303. Schade. Also mega. Wir konnten akustisch nichts hören. Geil. Das klingt da drin auf jeden Fall, als wenn jeden Moment mir alles entgegenkommt. 100, 200, 5, 5 und 200, 300 schon 6, 6. Was war 200, 300 Oma? 5, 6. Und das war 6, 5 gerade? 6, 6. Krass, immer noch eine Sekunde, Alter. Ja, die finden wir doch. Keine Probleme. Wir fangen ja jetzt erst an. Ich gucke jetzt mal in Lok und dann jetzt mal abkühlen. Druck war schon da, das hat auch echt gut gepasst, auch vom Durchdrehen her. Waren so Dose, Dose, erste, zweite, dann 1,5, 2,0, 2,4. Also war schon echt nicht schlecht. War viel zu fett. Lambda 0,73 im fünften und vierten, obwohl 25% VE weggenommen. Also Lambda-Regelung, Anschlag. Ich vermute mal, es ist die warme Luft hier heute. Weil Druck mit weniger Taktung da war, das passt zu der heißen Luft. Also es ist kein Problem. So, jetzt ein bisschen angepasst. Nächster Lauf, Attacke. Jetzt arbeiten wir von Lauf zu Lauf auch am Schalten, dass das immer besser wird.
Also wir hören leider relativ wenig hier. Keine Ahnung, warum das Ding so leise ist. Auf dem Gutschein war das Ding so laut. Aber Schaltvorgänge haben sich schon mal deutlich, deutlich besser angehört. So ein bisschen kürzer, knackiger und so weiter. Und es kam auch keine Wolke und nichts raus. Waren immerhin schon mal 307. Jetzt müssen wir da weitermachen. Ja, 307. Jawohl. Geht schon mal weiter. Wir konnten leider nicht allzu viel hören. Schaltvorgänge haben sich schon mal Welten besser angehört. Ja. War schon ein bisschen zorniger. Kam nichts raus, gar nichts. Man sieht immer geil so die Sitzwelle oben aus der Decke raus. Aber wir konnten leider akustisch nichts hören, Vivo. Schade, fuhr eigentlich. Also was heißt schade? Also ich sehe da nicht mehr so viel Potenzial wie du. Das fuhr schon gut. Durchdrehen? Kann ich so nach 5 schlecht sagen, aber die anderen standen schon gut im Saft, würde ich sagen. Aber 5 wieder. Oder? Ja, du darfst nicht vergessen, das war jetzt ja auch nicht mehr Leistung als vorher. Ne? Das war jetzt ja im letzten Lauf erstmal nur optimiert. Weißt du, das war jetzt ja erstmal nur, also es geht ja in die richtige Richtung. Wir können ja schon noch Leistung nach oben stellen. Dann würde ich da am 5. ein bisschen was aufpacken. Ja, ja, klar. Aber erst Frage ist, was halt Lambda, habe ich natürlich drauf. Achso, ja, ich gucke nicht gut. Sonst, wie hat es sich angefühlt? Mega. Ja? Aber übelst in die Kamera, habe ich einmal gefreut. Also viel zu holen war in dem Lauf ehrlich gesagt nicht. Es ging schon wieder in die richtige Richtung. Lambda-Korrektur war jetzt nur so 8-12%, noch weiter abgemagert. Vierte Gang stärker gemacht, fünfte Gang stärker gemacht, Schaltblitz angepasst. Eigentlich alles soweit angepasst, Druck ein bisschen hoch, Luft ein bisschen abgelassen, dass wir jetzt gucken, dass wir weiterkommen. Weil aktuell haben wir beim Schalten noch zu viel Zeit, aber wir müssen... 63 kommen. Rechte 312 km erreicht, links. Geil. 224. Das war auch mal ein schöner Lauf. Wir machen Fortschritte. Ja, das war fahrerisch jetzt leider scheiße. Warum? Ja, weil ich da wieder zweimal am... Aber weißt du, wie viel es war? 312. Ah, geil! Angefühlt hat sich nicht so. Doch, doch. Also jetzt haben wir bestimmt 2-3 km Potenzial, weil ich auch wieder von 2 in 3 zu früh. Also Schaltvorgänge klangen jetzt gleich welten anders. Das passt, das geht in die richtige Richtung. Also vom wie es halt gleich weiterfährt, weil du schaltest und es dreht. Das hat er vorher nicht gemacht. Nee, so. Also fahren tut's gut, aber jetzt war es fahrerisch leider, weil ich auch jetzt ehrlich gesagt nicht gut fand, dass er, ich fahre mal ungern zu zweit, weißt du? Ja, ich hätte es aber vorfahren lassen, hätte sie gewartet. Weißt du, nee, waren schon 312. 294. Also gefühlt fangen die Reifen jetzt auch erst an zu nehmen. Hat der Chef persönlich gesagt. Ich hab's gesagt. Traktion unten haben wir gefunden, Viertelmeile 230, ist einfach noch viel zu viel Luftdruck auf dem Slick drauf. Ob das jetzt am Ende schneller macht, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil wir natürlich auch massiv Einbußungen obenrum haben in Sachen Rollwiderstand. Weil sich auch ein bisschen aufblähen und so, ne? Mal gucken. Du bist leider wieder 2-3 Mal gegen die Auslöser gekommen. Das versuche ich jetzt noch rauszuprogrammieren. Druckmäßig sind wir am Ende, macht 100% Taktung im fünften. Das heißt, es ist hier heute einfach so warm und es ist so wenig Sauerstoff in der Luft, dass diese 2,4 Bar, ich sehe es auch, weil er viel zu fett ist, definitiv nicht die Leistung ist, die wir auf Pushern fahren. Also ich bin der Meinung, wir fahren aktuell vielleicht maximal 959 PS. Also müssten wir jetzt federhärter, wie auch immer, vom Westgate. Genau, heute wäre es ein typischer Tag, wo wir ja 3-3,5 Bar fahren müssten. Aber heute nicht. Aber man merkt halt, dass in der Luft hier nichts los ist. Ne? Egal, also ein paar Varianten, ein paar Sachen habe ich noch gefunden. Wir fahren jetzt definitiv nochmal ein. Du konzentrierst dich aufs Schalten. Mhm. Ansonsten sieht es eigentlich schon ganz gut aus, dass du nicht zu früh schaltest. Also das passt schon. Wir drehen auch schon ein bisschen höher, falls dir jetzt aufgefallen ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich achte auf gar nichts. Guck nur nach vorne. Also nur auf die Lampen eigentlich. Genau. 100, 204, 9 ist auch schon wirklich flott. Aber meine Prognose ist, wenn das gleich nochmal passt, reden wir eine 4-5 muss gehen. Und dann brauchst du es einfach scheinbar echt zu warm heute. Und der Lader ist jetzt nicht groß genug, dass wir das warme Wetter hier wieder ausgleichen können. Alles gut. Ich habe jetzt schon gewonnen. Es funktioniert, es fährt, alles gut. Turbolader kann immer nur Luftmasse X machen, weil der Luft ist halt weniger Sauerstoff drin und Sauerstoff ist die Leistung. Deswegen ist auch viel zu fett und wir müssen so viel Sprit rausnehmen. Ne? Und wir sind jetzt bei 35%, die man rausnimmt oder so. Ne? Also das ist wirklich massiv, was wir da rausnehmen. Okay, ja, dann lass uns angehen. Lass uns noch einen. Let's go. Mm-hmm.
km/h erreicht. Ja, jetzt war es Müll. 303 leider nur. Ich habe gelupft, weil es hat im 5. so schnell so gedreht, dass ich dachte, es ist ein Gang abgerissen. Ach so, also eigentlich alles richtig. Also eigentlich müssen wir leider direkt nochmal fahren, jetzt ist die Frage. Lass mich mal einmal reingucken, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir nicht uns, also das heißt, wie lange hast du gelupft? Lange. Also die Schaltvorgänge klangen gut, zumindest 1-2. Von 2 musst du weiter stehen lassen. Ja, hab ich auch gesehen. Ja, aber hast du Mist geblinkt hat? Ja, müssen wir leider nochmal fahren. Du kannst gerne einmal reingucken, aber sonst... Der Rest bin ich jetzt. Das hat halt von 4 in 5 so, also da war nichts halt, da dachte ich... Aber das heißt, er hat von 4 in 5 angefangen zu drehen. Ja, ich habe 5 eingelegt. Aber lass mich mal einmal gucken, ich gucke überall. Ja, also eben gerade hat Marius gelupft, gleiche Siegerehrung, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Passt das an, Marius? Deswegen fahren wir jetzt gleich nochmal. Genau 312 wieder. Immerhin die gleiche Zeit schon mal wieder, aber ich denke, mehr werden wir heute leider nicht holen. Ja, da war dann leider Feierabend. Letzter Lauf 312. Selbst die Schnellerverkleidung weggeflogen, das muss ich dazu sagen. Hier vorne ist der Kurbelwagenhäuserentlüftungstank, habt ihr ja gesehen. Hier ist die Entlüftung ist nach hier. Und das hat so geknallt. Fangen wir Mario kurz hier. Was passiert? Ja. Also Klang war auf jeden Fall schon mal gut. Erste, zweite, dritte Schaltvorgänge, passt alles. Fahren tut's gut, aber wir haben eine Dampflok jetzt halt. Also aber das heißt aber nicht aus dem Motor rausgekommen, ist nichts. Nur das Öl. Genau. Und läuft dann nicht auf einen Zylinder. Genau, also da wird leider irgendwie kolbenmäßig, müssen wir mal schauen. Okay, das heißt, das Öl ist aus der Entlüftung gekommen komplett. Ja. Das heißt, irgendwas muss am Kolben vorbeigezündet haben. Jetzt haben wir natürlich auch die alten Spritpumpen wieder eingebaut und so. Vielleicht habe ich mir da irgendwo selber einen Fehler eingebaut, müssen wir mal gucken. Na, ich würde sagen, wir laden jetzt erstmal auf, machen das Fahrzeug ein wenig sauber, dann gibt es ein bisschen Wellness und dann gucken wir uns ganz gut mal den Lok an, ob wir irgendwo einen Fehler sehen können. Ne? Ja, aber jetzt vom Zündwinkel her und so sind wir ja die Läufe alle konstant gefahren. Also das glaube ich jetzt nicht, dass seiner Software jetzt irgendwas. Nö, also es kann alles sein. Es kann alles sein. Verschleiß auch am Motor sein, weil er jetzt halt auch schon einige Saisonen drin ist. Das Gute ist ja, dass das Steuergerät alles mitlockt, dass wir zumindest ein bisschen was sehen können. Ob man den Fehler am Ende findet, ist eine andere Sache, aber dafür müssen wir erstmal Laptop aufklappen und reingucken. Zurück in Hannover. Erstmal nochmal meinen vollsten Respekt und Anerkennung ans ganze Team und natürlich an Marius. Wie das Auto für einen Rollout performt hat. Das muss man einfach nochmal sagen. Da haben wir uns auf dem Rückweg dann Gedanken zugemacht. Das war die allererste Fahrt mit dem Auto. Jetzt haben wir uns den allerersten Lauf auf der GoPro nochmal angeguckt. Wir selber haben im Start, bedingt durch den Wind, leider rein gar nichts vom Auto gehört. Aber der Lauf war schon wirklich krank und der war schon wirklich gut. Also wenn ich mir überlege, 303 km/h off the trailer, das Auto ist 3 Jahre nicht gefahren. Und das erste Mal beschleunigen, fährt so ein Auto GPS 303. Wo andere wahrscheinlich mit dem Golf 2 sagen würden, Alter, wie kann man da 300 mitfahren? Und Marius setzt sich da rein und fährt im ersten Lauf 300. Ne? Muss man an der Stelle einfach nochmal sagen. Und auch generell, es hätten so viele Sachen passieren können. Scheiben rausfliegen, Bremse bremst nicht, das Auto fährt nach links, das Auto fährt nach rechts. Es hätte ja alles passieren können, aber das Auto ist einfach gefahren. Ja, trotzdem ist uns leider ein Fehler passiert. Beziehungsweise Motor ist kaputt, muss man einfach so ganz ehrlich sagen. Wie viel und was kaputt ist, können wir noch nicht genau sagen. Fakt ist auf jeden Fall, ihr habt es gesehen,
Öl kam aus der Entlüftung. Was heißt, Öl kommt aus der Entlüftung? Das ist schon mal besser als ein Pleuel kommt durch den Block. Das heißt, irgendwas muss in dem Motor intern kaputt gegangen sein, dass jeglicher Verbrennungsdruck in den Kurbelwellen, in den Kurbelwellenraum gedrückt wird. Und in dem Moment drückt es natürlich mit Überdruck das ganze Öl durch die Entlüftung aus dem Catchtank raus. Wir haben die Vermutung, dass ein oder zwei Kolben weg sind. Also man brennt quasi ein Loch in den Kolben und dann pfeift quasi die ganze Entlüftung dadurch. Wir blenden nochmal eine Szene ein, die ist uns dann beim Aufladen leider schon aufgefallen. Boah, ich habe noch nicht so viel gesprochen heute, deswegen fehlen mir noch ein bisschen die Wörter. Beim Aufladen und Zündung anmachen haben wir schon gehört, dass eine oder beide Spritpumpen Luft ziehen. Wir blenden die Sequenz nochmal einmal kurz ein, weil selbst Marius hat, nachdem er angehalten hat, nochmal einmal Zündung angemacht und selbst da hört man schon so ein bisschen. Das Ganze heißt, wir gehen davon aus, dass das Auto leider zu mager lief, bedingt dadurch, dass zu wenig Kraftstoff in dem Tank vorne war. Das ist ein Fehler, der darf eigentlich nicht passieren, aber wir sind auch nur Menschen, das kann immer mal passieren. Es ging wieder auf diesen Events, man denkt immer, ey, man hat einen ganzen Tag lang Zeit zum Fahren, aber es war ratzfatz wieder 16:30 Uhr, der Sprecher sagt durch, ey, gleiche Siegerehrung. Das heißt, wir mussten Gas machen, sind nochmal gefahren und scheinbar wir hatten eigentlich den Turnus drauf, alle zwei Läufe zu tanken. Es gehen 10 Liter in den Tank rein. Rechnerisch passt das eigentlich. Ja, in dem Fall hat es scheinbar leider nicht gepasst, weil wenn die Pumpen schon so ein Geräusch machen, hat das zwei Gründe. Entweder eine Pumpe zieht schon Luft oder die andere Variante ist, dass die Pumpe im Arsch ist. Das wäre Variante 2. Das sind zwei alte AEM-Pumpen. Die hatte Marius schon im alten Auto. Die lagen jetzt relativ lange mit Ethanol. Wir hatten da zwar Öl reingemacht. Ja, vielleicht hätte man sie einfach neu machen müssen. Egal. Der Vorteil ist, wir haben das ja alles radikal mitgelockt. Das heißt, wir können uns jetzt ganz in Ruhe hier einfach nochmal den Lauf angucken und können uns angucken, was da eigentlich so ging. Wir fangen mal an mit dem 313er Lauf. So, hier oben in dem oberen Feld seht ihr den ganzen Lock. Ich fange an, in der Spalte darunter mir die Sachen reinzupacken, die wir brauchen, um uns in dem Lock erstmal selber zurechtzufinden. Das heißt Ladedruck, Drehzahl, Gaspedalstellung und dann ganz wichtig Gang und Geschwindigkeit. Weil an diesen beiden Indikatoren, gerade Gang und Geschwindigkeit, kann man perfekt den Viertelmeile bzw. halbe Meile Lauf immer perfekt nachstellen. Weil ihr seht hier, erste Gang, zweite Gang, dritte Gang, vierte Gang und hier hinten den fünften Gang. Jetzt gucken wir hier mal rein. Man sieht halt an der Drehzahl, wie das Auto gedreht hat. Erste Gang, konstante Drehzahl, das heißt, hat gedreht. Zweite Gang, konstante Drehzahl, das heißt, gedreht. Dritte Gang hat gedreht. Vierte Gang hat gedreht. Fünfte Gang nach dem Schalten sackt die Drehzahl definitiv ab und hat nicht mehr gedreht. Diese Wellenform, die ihr hier in der Drehzahl seht, die lässt darauf hindeuten, dass das Auto genau an der Traktionsgrenze war. Das heißt, er fängt an zu drehen, kriegt wieder Grip, fängt wieder an zu drehen, kriegt wieder Grip. Dann entstehen diese wellenförmigen Linien. Lange Rede, auf jeden Fall gehen wir in der Spalte dazwischen, habe ich solche Sachen wie Zündwinkel, blablabla, Lambda-Wert, alles, was man so braucht. Einfach nur, um ein paar Zahlen kurz zu nennen. Wir sind in dem Fall im vierten Gang. Mitte, ja, sagen wir, fünfte Gang ist interessanter, weil er ist ja auch im fünften Gang kaputt gegangen. Wir sind jetzt gerade noch nicht in dem Lauf, wo er kaputt ist, sondern in dem Lauf davor. Da fahren wir, sieht man hier links, das hier links ist oben Boost Solenoid Duty, ist die Taktung. Da sind wir, wie ich auch im Video schon sagte, 100% gefahren. Das heißt, da wäre nichts mehr gekommen. Darunter seht ihr Lambda. Wir sind Lambda-Wert von 0,78, 0,79 gefahren. Genau das, was wir haben wollten. Öldruck knapp 6 bar, 13 Millisekunden Taktung. Wir haben eine Lambda-Korrektur, die ihn tatsächlich noch abmagert. Also wir wollten sogar einen Tucken magerer fahren, aber der Motor war sogar noch fetter. Und ganz wichtig darunter ist, das sehen wir hier, Primary Fuel Pressure. Da stehen jetzt hier 420 kPa. 420 kPa ist natürlich nicht der Druck, sondern das ist unser Differenzdruck. Das Steuergerät hat eine Benzindrucküberwachung. Das heißt, wir geben dem Steuergerät vor, wie hoch der Benzindruck ist, bereinigt von Unter- und Überdruck. Habe ich schon ein paar Mal erklärt. Dadurch, dass die Einspritzventile in der Ansaugbrücke stecken und wir einen konstanten Druck zwischen Eingang und Ausgang der Düse haben wollen, steigt ja der Benzindruck an bzw. fällt ab, wenn in der Brücke ein Unterdruck ist. Und dieser Differenzdruck war bei uns auf 4,2 bar eingestellt. Das heißt, das Steuergerät misst dauerhaft den Benzindruck und den Ladedruck und die Differenz dazwischen ist unser Primary Fuel Pressure. So, und spuckt dann nämlich einen Error aus. Ein Error heißt eine Abweichung, einen Fehler.
Sobald dieser Error zu groß ist, würde das Steuergerät sofort bumm ausmachen. Das heißt von der Theorie her, wenn unser Spritdruck abfällt und wir nicht mehr 4 Bar Differenz, sondern nur noch 3 Bar Differenz haben, dann würde sofort das Steuergerät einfach bumm zumachen. Das war nicht der Fall. Wir haben zwar einen Error von 2 Zehntel, 0,2 Bar, das ist aber noch vollkommen im Rahmen, alleine weil der Spritdruck ein bisschen langsamer ist und so schnell unser Ladedruck schon hier und da mal beim Schalten etc. springt, ist das vollkommen in Ordnung. So, wo ich eigentlich darauf hinaus will, in der letzten Zeile hier unten lassen wir uns anzeigen die 6 Abgastemperaturen. Bei Marios Motor messen wir die Abgastemperatur genau im Krümmerausgang. Nun haben wir einen VR6, der hat 2 Bänke, eine vordere und eine hintere Bank. Und das sieht man hier auch perfekt, dass wir 3 Zylinder und 3 Zylinder haben. Das heißt, man sieht richtig schön die vordere und die hintere Bank. Die vordere Bank ist natürlich kälter, weil man bestimmt 15 cm Weg bis zum Sensor hat. Und die hintere Bank ist wärmer, weil der Sensor direkt im Auslass sitzt. Diese Temperaturen bleiben aber relativ konstant und parallel zueinander. Also man sieht hier einmal die vordere und die hintere Bank und das Ganze steigt relativ konstant an. Und Ende 5. Gang haben wir dann ein Maximum von, das höchste, was ich hier sehe, sind 870 Grad auf der hinteren Bank und die vordere Bank hat so 820 Grad im Schnitt. Aber man sieht weiterhin, dass die relativ konstant gehen. Jetzt nehmen wir uns mal den Lok vom letzten Lauf. Genauso gleich alles eingerichtet, nur mal kurz einmal, um euch die Daten zu nennen. Wir wollen ja nichts hier verheimlichen, damit ihr euch das auch angucken könnt. Mitte 5. Gang haben wir, wenn ich hier so durchgehe, weiterhin einen Lambda-Wert von 0,8. Eine Lambda-Korrektur immer noch von ungefähr 10%. Das heißt, er wollte weiterhin immerhin noch ein bisschen abmagern, weil er immer noch ein Tucken zu fett war. Unser Primary Fuel Pressure bzw. der Pressure Error ist weiterhin vollkommen in Ordnung. 2 Zehntel, das heißt Benzindruck war voll da. Jetzt würde jeder denken, wie, wenn kein Sprit mehr da ist, ist ja auch kein Spritdruck mehr da. Aber das erkläre ich euch gleich, dann muss ich kurz was so aufzeichnen. Auf jeden Fall Zündwinkel 22 Grad ist deutlich weniger, als wir sogar auf dem Prüfstand gefahren sind. Auf dem Prüfstand waren wir schon weit über 25 Grad. Das heißt, ich glaube nicht, dass hier irgendwas am Klopfen war. Aber wir haben tatsächlich einen Indikator dafür, dass kein Sprit mehr da war, weil guckt ihr euch jetzt hier die beiden Abgastemperaturen an. Wir haben wieder den vorderen und den hinteren Strang, beziehungsweise den vorderen und hier den hinteren. Erste Gang, beide konstant. Zweite Gang, beide konstant. Dritte Gang, eigentlich auch noch konstant. Und ab dem 4. Gang sehen wir auf einmal, dass alle 6 Linien hier wie wild durcheinander gehen und sich sowohl aus dem unteren Strang als auch aus dem oberen Strang eine Zylinder jeweils ausreißt. So, und siehe da, wir haben tatsächlich in dem Moment, wo der Motor kaputt gegangen ist, einen Zylinder von der vorderen Bank, der 894 Grad hat und einen Zylinder von der hinteren Bank, der 973 Grad hat. Und das sind tatsächlich auch die beiden Zylinder, die kaputt gegangen sind. Ja, Nachwuchsförderung hier. Der kleine Mann ist wieder am Start. Also müssen Gas machen, muss auf dem Spielplatz. Hintere Bank 970 Grad. Wir hatten bei dem Lauf davor 900 knapp. Und genauso, also wir haben 2 Zylinder von 6, die 100 Grad mehr haben im Lauf davor. Dafür, dass alle anderen Zylinder den gleichen Wert haben. Gucke ich mir die beiden anderen Zylinder von der Bank an, habe ich 902 Grad und 875 Grad. Und bei der vorderen Bank 786 und 840. Das heißt, es ist ein Beweis dafür, dass diese beiden Zylinder, die auch kaputt sind und keine Kompression mehr haben, definitiv heißer wurden. Heißer werden geht eigentlich nur, wenn das Gemisch abmagert. Jetzt war aber der Lambda-Wert vollkommen in Ordnung. Was normal ist, wenn einige Zylinder magerer laufen. Weil wenn einige Zylinder magerer laufen, man darf ja nicht vergessen, der Lambda-Wert wird ja immer berechnet aus allen 6 Zylindern. Wenn da jetzt ein oder zwei Zylinder magerer von laufen, ist das ja nur ein Sechstel des Lambda-Werts. Das heißt, selbst wenn das Steuergerät anfängt anzufetten, fettet es ja alle Zylinder an. Dementsprechend laufen 5 bzw. 4 Zylinder ein bisschen fetter und gleichen den mageren Zylinder wieder aus. Und am Ende seht ihr einfach nichts im Lambda-Wert. Das heißt, ich bin mir leider ziemlich sicher oder wir sind uns ziemlich sicher, dass auf den beiden Zylinder Sprit gefehlt hat und deswegen die Zylinder heiß geworden sind. Dann ist das Ganze einen Kreislauf, den man nicht mehr aufhalten kann. Das heißt, wenn eine Verbrennung bei so einem Motor zu mager wird,
entstehen Klingelnester, das Auslassventil kann anfangen leicht zu glühen, es wird ein Selbstzünder und wenn ihr dann Volllaster draufsteht, man hört es ja sogar noch nicht mal, weil ihr habt ja das Video selber gesehen, dann macht das einfach nur Peng und es ist einfach kaputt. Punkt. Weil in dem Zylinder sofort 1-200 Grad mehr sind und das kann halt der Kolben einfach nicht mehr abgeben. Und dann knallt es halt. So, warum ist der Spritdruck nicht abgefallen? Weil wir sehen hier, dass der Spritdruck immer noch voll da war. Dazu gehen wir mal hier in unsere Wand, ich zeichne euch mal was auf. Das Kraftstoffsystem bei Marius ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier Einspritzdüse 1, Einspritzdüse 2, 3, 4, 5, 6. So, nun haben wir hier unseren Tank und da sitzen zwei Pumpen drin. Das hier ist die Fahrtrichtung gerade. Jetzt haben wir folgendes, jetzt haben wir einmal eine Pumpe und noch eine Pumpe. Diese Pumpe geht hier rüber und geht da in die Rail rein. Diese Pumpe geht hier in die Rail rein. Und in der Mitte von der Rail gehen wir mit dem Rücklauf zurück in den Tank. So. Jetzt ratet mal, welche Zylinder kaputt gegangen sind. Dieser ist am kaputtesten und dann kommt dieser. Die beiden Zylinder sind kaputt gegangen. Warum das Ganze? Folgendermaßen. Das ist der Tank, das ist die Fahrtrichtung. Das heißt, wir geben Gas. Bei 1G steht der Sprit in dem Tank übrigens genau 45 Grad nach hinten. Das heißt, der ganze Sprit will nach hinten. Und diese Pumpe ist stellenweise leer gelaufen. Das heißt, die hintere Pumpe hat noch schön von hier Kraftstoff reingepumpt. Die vordere Pumpe wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen gepumpt haben, weil die läuft ja nicht dauerleer, dann wäre wahrscheinlich der Motor ausgegangen. Sondern bei dieser wellenartigen Bewegung wird die ab und an mal ein bisschen Luft gepumpt haben. Das wird vielleicht gerade noch gereicht haben, um den ersten Zylinder zu befeuern. Aber der Zylinder, der dann als nächstes kommt und der Zylinder, die sind halt abgemagert und waren im Arsch. Der ist wieder nicht ganz so kaputt, weil diese Pumpe wahrscheinlich noch genug Saft gemacht hat, um den Zylinder ein bisschen mit zu befeuern. Aber die beiden hat es auf jeden Fall erwischt. Das heißt, für uns ist das schon ein Beweis, dass hier in dem Tank irgendwo leider die Baustelle war. So, jetzt kann es auch sein, dass die Pumpe einfach einen Geist aufgegeben hat. Das wäre allerdings ein komischer Zufall, weil es ist nun mal leider genau so, dass die Pumpe, die vorne keinen Kraftstoff als erstes hat, genau dahin pumpt und so weiter. Jetzt muss man auch dazu sagen, was mir nämlich auch eingefallen ist, deswegen denke ich, dass es kein Sprit mehr war. In dem Moment, wenn hier kein Sprit mehr kommt, pumpt ja diese Pumpe auch in die Richtung hier wieder rein und die Pumpe hat ja wieder Kraftstoff, um ihn wieder zurückzupumpen. Also das ist ein Kreislauf, wo sich gegeneinander gepumpt wird, weil Marius hat hier und hier leider keine Rückschlagventile eingebaut. Ja, unterm Strich wird es leider genau so gewesen sein, dass das bisschen Luft, was hier reingepumpt war, die 10-20% waren, die die Düse dann abgemagert hat, also die Verbrennung abgemagert hat, dass wir es nicht gemerkt haben, dass es das Steuergerät nicht gemerkt hat und das ist genau das Gefährlichste, was es gibt. Natürlich kann auch die Einspritzdüsen einfach kaputt sein, die waren aber niegelnagelneu. Das heißt, dass diese und diese Düse auf einmal viel, viel weniger durchlassen als die anderen 6 Düsen, 4 Düsen. Das werden wir in den nächsten Videos aber überprüfen, weil jetzt müssen wir als nächstes zerlegen, Düsen checken, Pumpen checken, gucken, wie viel Kraftstoff noch im Tank ist. Spätestens da werden wir es euch zeigen können, was los ist. Und dann muss das Ganze revidiert werden und weiter geht's. Fritz Junior läuft da draußen gerade rum. Ich werde mit meinem Sohn jetzt ein bisschen spielen gehen. War ein mega geiles Event. Danke an alle Beteiligten, danke an alle Zuschauer, danke an den Veranstalter, danke an Marius für das Auto. Geht gleich los, Schatz. Es ist für uns wirklich kein Problem, dass das Ganze kaputt gegangen ist. Natürlich hätten wir lieber einen heilen Motor. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wir befinden uns wirklich ganz oben auf der Messlatte bei so einem Event. Es gibt nicht viele Autos, die über 300 fahren. Wir sind ehrlich, wir zeigen euch, es kann immer was kaputt gehen. Es hätte 10-mal schlimmer kommen können. Es ist selber schon genug passiert. Es hätte ein Reifen platzen können. Es hätte ein Unfall passieren können. Es hätte brennen können. Wir sind einfach happy, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Jetzt haben wir wieder Zeit und Lust. Lust noch nicht, aber wir haben jetzt auf jeden Fall wieder was zum Schrauben. Das werden wir auch tun. Bleibt weiter mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.